So, Elias wird anfangen. Ja, also wir wollten mit unserer Projektarbeit in diesem Jahr Jugendhackt Flüchtlingen ihre Flucht aus ihrer Heimat, wo auch immer sie hinwollen, erleichtern. Und dazu haben wir eine Web-Applikation erstellt, programmiert, die man auch dort schon sieht. Die besteht aus einer Karte und auf dieser Karte können Flüchtlinge und andere Bürger Marker setzen, also Orte markieren und zu diesen dann Informationen hinzufügen. Beispielsweise, Achtung, hier ist eine Grenzkontrolle oder hier gibt es heute Abend kostenloses Essen, sowas in der Art. Ja, es ist uns während des Wochenendes gelungen, einen Prototyp unserer Idee zu entwickeln. Wie Elias schon gesagt hat, als Web-Applikation. Clientseitig haben wir dabei auf das JavaScript-Framework AngularJS zurückgegriffen, serverseitig auf das Python-Framework Django mit der Datenbank SQLite. In dieser Datenbank befinden sich viele Punkte, also Punkte auf der Karte, die wir einteilen in Informationen, Warnungen und Supporter, von denen wir denken, dass sie eben für Menschen auf der Flucht nützlich sein könnten. Diese Punkte sollen eigentlich von der Community zugetragen werden, also später von anderen Menschen auf der Flucht, die diese Informationen anderen Menschen auf der Flucht zur Verfügung stellen wollen. Aber weil wir keine Community haben, haben wir jetzt erstmal ein paar Beispieldaten eingetragen, zum Beispiel als Warnungen in Deutschland die Chronik fremdenfeindlicher Übergriffe 2015 und 16. Ich stelle euch jetzt die Website mal genau vor. Also wir befinden uns jetzt gerade auf der Startseite und man sieht jetzt hier schon die einzelnen Symbole, wie gesagt drei. Das Grüne steht für die Supporter. Das für die Warnungen, die Gefahren. Und jetzt müssten wir noch eins. Okay, in Italien scheint eins zu sein. Da haben wir auch eins zu den Informationen. Und ja, also uns ist wichtig, dass man auf unsere Webseite zugreifen kann, auch wenn man sich nicht angemeldet hat, damit jeder anonym diese Webseite benutzen kann. Und man kann auf die einzelnen Tags klicken und erhält dadurch Informationen zu diesen. Ja, um selber Beiträge erstellen zu können, muss man sich dann anmelden. Wir können uns jetzt einfach mal schnell einloggen. Und ja, dann erscheint auch unser kleines Stifttool in der Ecke. Da können wir uns jetzt entscheiden, ob wir einen Punkt auf unserer aktuellen Position erstellen wollen oder auf angegebenen Längen- und Breitenkarte, die man dann selber festlegen kann. In der Zukunft soll man dann auch direkt auf der Karte Punkte setzen können, bloß das haben wir aus Zeitgründen jetzt noch nicht hinzufügen. Wir haben es nicht geschafft, das hinzuzufügen, weil wir einfach keine Zeit dazu hatten. Wir machen jetzt kurz eine kleine Demo, indem wir einfach mal hier den Alexanderplatz in Berlin adden. Und ich nenne es jetzt einfach mal einen Test. Dann können wir hier die Art des Punktes auswählen. Und wir speichern das jetzt mal als Information, Description, nichts. Und wir haben das schon vorbereitet. So, und dann können wir das auch ganz kurz hinzufügen. Da kommt auch schon der erste Fehler. So, das hat dann auch geklappt und jetzt gehen wir mal nach Berlin. Und man sieht, unser Punkt wurde hinzugefügt und ist jetzt auch auf der Website und jeder kann ihn angucken.
Unsere Website ist auch von der mobilen Seite, also von jedem Smartphone zu erreichen. Und ja, auch direkt daran angepasst. Das Menü wurde dann so als Seitennavigation, die bloß noch aufgehen müsste, umgesetzt. So, da hätten wir es auch schon. Und wie gesagt, diese Funktion funktioniert dann genauso wie die Webseite. Und ja, vielen Dank auch nochmal. Eine ganz kurze Frage noch, diese Einträge, werden die denn, können die auch irgendwie bewertet werden nach Hilfreichigkeit? Also die Community, wie gesagt, also die Interaktion mit den Usern haben wir jetzt noch nicht wirklich eingebunden. Es soll dann auch noch ein Commentary-System eingebunden werden, mit dem man dann einfach Fragen auch an den Ersteller schreiben kann oder an die Community generell. Und ja, aber aus Zeitgründen haben wir das alles noch nicht umsetzen können. Alles klar. Refugee Guide, vielen Dank. Besonderen Dank auch nochmal an Andreas und Daniel.